Hallo, wir sind Tillmann und Karl Friedrich König vom Cinema Abstruso Leipzig und wir unterstützen den Roten Stern Leipzig, weil er sich gegen Rassismus engagiert. Und weil wir selbst sehr viele Erfahrungen mit Neonazis gerade im Fußballmilieu gemacht haben. Und außerdem haben wir 2010 mal ein Fußballturnier in Jena gegen die Jungs vom Roten Stern gespielt. Da haben die aber leider gegen uns verloren. Und deshalb brauchen die das Trainingsgelände in der Teichstraße, dass sie ordentlich trainieren können in ihrem Kiez. Und dann vielleicht mal gegen uns gewinnen. Ja, ich finde es ganz toll. Der Rote Stern hat sich beworben für die Teichstraße. Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, dass der Kiez-Club auch im Kiez eine Sportstätte findet. Wir als Linke haben uns immer dafür eingesetzt und hoffen, dass es jetzt zu einem guten Abschluss kommt, dass die Sportlerinnen und Sportler vom Roten Stern jetzt eine richtige Heimstätte im eigenen Kiez finden. Wir drücken die Daumen und sind solidarisch. Hallo. Ich bin Erik vom Verein Agenda Alternativ. Wir engagieren uns im Bereich politischer Bildungsarbeit für junge Menschen im Erzgebirge und genau deswegen unterstützen wir auch das Vorhaben vom Roten Stern, auf das Gelände in die Teichstraße in Leipzig zu kommen. Hier hätte der Verein Platz für seine Arbeit gegen Ausgrenzung im Sport.